Wir hatten gestern Besuch. Wir haben unsere Nachbarn eingeladen, ne, zum Essen. Denn so Sommer, den ganzen Sommer über, wenn man sich immer am Zaun getroffen hat und wir immer viel geklönt haben oder wenn es einfach auch um Hilfsbereitschaft ging, war das ein schöner Sommer gewesen. Und da meine Frau und ich beschlossen, zwei Nachbarn zum Essen einzuladen. Also wir waren insgesamt 6 Personen. Aber uns ist was aufgefallen. Es ist noch nie aus unserer Sicht so, das ist schon ein schleichender Prozess. Es ist noch nie so schwierig geworden, alle kulinarisch unter einem Hut zu bringen. Der eine mag dies nicht, der eine mag das nicht, da musste hier vorsichtig sein, uiuiui. Und das war auch eine Herausforderung bei diesem Rezept. Nur so zwei Sachen. Wir haben eine italienische Roulade gemacht. Wunderbares Rezept, das haben wir vor einiger Zeit schon mal gefilmt und haben wir auch online gestellt. Also ich liebe diese Roulade, die ist also unfassbar lecker. Aber da ist auch etwas drin, was aus meiner Sicht rein muss. Und zwar Chili. Nicht brutal viel, aber Chili, so ein bisschen Bums muss da rein. Und das zweite ist Prosciutto. Da kommt Prosciutto noch mit rein. Nun ist es aber da jetzt gewesen bei unseren Gästen, dass einer der Gäste kein Schweinefleisch isst. Konnten wir also nicht mehr, konnten wir nicht reinmachen. Ist aber wichtig für die, für den Gesamtgeschmack. Und die ganze Truppe mochte keine Schärfe, so. Chili ging auch nicht. Aber sonst alles andere hat wunderbar funktioniert. Hedi hat dann noch ein schönes frisches Brot gebacken. Und das ist auch immer so eine Sache, funktioniert das? Das ist ja auch so eine Sache, wie soll ich sagen, die kann auch mal in die Hose gehen beim Brotbacken. Hedi macht das ja immer mit einem Sauerteig. Das hat aber auch alles funktioniert. Dann haben wir den Tisch schön gedeckt. Das gehört für uns so als Gastgeber auch dazu, dass man sich wohlfühlt. Also alles vorbereitet. Alles passte und dann haben wir einen schönen Abend gehabt, lange gesprochen, ging auch lange. Aber das bringt mich trotzdem zu dieser Frage oder hat mich dazu veranlasst, jetzt mal über sowas zu sprechen, über zwei Dinge. Die erste Sache ist kompliziert geworden, weil in den letzten 2 Jahren, wenn wir Gäste eingeladen haben, war immer irgendeiner dabei, also Gäste, die wir nicht, wo wir nicht unbedingt wissen, wie die so kulinarisch ticken, dass es immer Sonderwünsche gab oder dass es kompliziert war. Und wir mussten immer so unfassbar viel an diesem Rezept rumschrauben, dass denjenigen das gefällt. Das wird immer anstrengender. Fängt ja schon mit Brot an, hatten wir auch oft. Ist das glutenfrei? Ne? Und andere Sachen, wo oder Unverträglichkeitsgeschichten, wo du denkst, ach du liebe Güte, ja Mensch, klar, da kommt ein Schuss Sahne rein. Ja, wusste ich nicht, dass du das nicht vertragen kannst. Also eine Herausforderung, die es früher nicht so gab. Ne, weil die individuellen Essgewohnheiten haben sich auch verändert. Und noch eine Sache, die ich mal ansprechen möchte, und da will ich mal hören, was ihr davon haltet, sind die Deutschen wirklich so schlechte Gastgeber? Sind die Deutschen wirklich so ungastfreundlich, wie wir das in letzter Zeit oft gehört haben? Also ich muss sagen, meine Frau und ich sind gerne Gastgeber, uns gibt es auch reichlich zu futtern, nur wir sind satt und wir schmeißen die Leute auch nicht gleich raus. Und bei meiner Mutter war das auch nicht so und wenn ich nach Bayern fahre zur Mutter von meiner Frau, dann kenne ich das auch nicht. Aber ich habe es immer wieder gehört und ich höre dann immer wieder, dass Ausländer bessere Gastgeber sind. Würde mich mal interessieren, was ihr da für Erfahrungen habt, ob ihr das genauso seht. Oder ob das vielleicht Mythos ist. Auf jeden Fall ist die kulinarische Welt komplizierter geworden. Und man muss gucken, wie man das handelt. Wir hatten auf jeden Fall gestern einen schönen Abend gehabt. Es hat allen geschmeckt. Und das ist ja auch wichtig. Und ich will noch eine ganz kurz zum Ende noch eine Sache sagen. Wir hatten mal Besuch, ein alter Kumpel von mir, den habe ich wieder getroffen. Der hatte eine neue Freundin und dann haben wir gesagt, Mensch, wollen wir mal essen abends, kommt doch vorbei. Was er aber verschwiegen hatte, war, dass die Veganerin ist. Puff, wir haben auch irgendwas mit Fleisch gemacht. Weiß ich nicht mehr was. Und die kommt rein in die Wohnung. Das Erste, was er sagte, war, es riecht ja hier nach totem Tier. Und da war die Stimmung schon nicht so ganz gut. Und der ganze Abend lief dann auch nicht so gut. Also man muss gucken, dass wenn man Leute zum Essen einlädt, dass das kulinarisch funktioniert. Zum Beispiel auch, wir trinken gerne Wein beim Essen. Ein guter Wein, der zu dem Essen passt. Also so ein Weinbegleiter ist für uns auch wichtig und schmeckt. Gestern auch keiner von den Nachbarn hat Alkohol getrunken. Also
konnte dieses Gericht nicht nochmal so den letzten Kick kriegen über den Wein. Aber da muss man mitleben. So, nächste Woche gibt es wieder ein schönes Rezept. Wir hatten diese Woche auch viel um die Ohren, deswegen konnten wir noch nicht so das machen, was wir eigentlich wollten. Aber wir haben ja, ich habe ja schon was angedeutet, wir machen was mit Pasta. Und da sind wir sehr am Experimentieren, da sind wir jetzt auch ans Ende gekommen. Und ich denke, das kriegen wir hin, dass beim nächsten Video es dann um Pasta geht. So, danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal.